Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen bei einem neuen Let's Play, und zwar Anno 1701. Ich habe es neu gekriegt, es war auf einer Computerbit-Spiele-CD, kostenlos. Na, besser gesagt, nicht ganz kostenlos, weil Computerbit-Spiele muss man ja kaufen, also von daher nicht ganz kostenlos. Ja, wir sind hier in einem Anno 1701 und ja, latschen mal jetzt so rum und machen gleich ein Endlosspiel. Mach mal große Insel. Ja, eigentlich habe ich das alles eingestellt, schon. Außer halt aufgedeckte Karte. Jetzt der Computer, Bitch. Jetzt noch der Computerspieler. Ja, das reicht schon. Ja, den können wir auch noch mit reinnehmen. Den Indianer. So. Und wenn ich jetzt leicht mache, dann... Ich mach mal leicht. Wenn ich jetzt... Dann mache ich einfach mal auf allgemein. Jetzt gehen wir noch mal zurück, ob hier sich was geändert hat. Ja, nee, alles ist noch gleich. Jetzt hier alles voller Preis und alles. Machen wir Katastrophen und Feuer. Also Feuer, damit er auf einmal anfängt die Bude zu brennen, so gesagt. Ich weiß nicht, ob jemand von da draußen Arno kennt. Auf jeden Fall brennt er die Bude dann ab. Und ja, was kann ich noch so sagen? Ja, oder bei den Katastrophen, Wirbelsturm, Tsunami, was weiß ich, den Tsunami habe ich zwar nie gesehen. Auf jeden Fall Wirbelsturm oder was weiß ich, Bäume fallen um, Riesenfeuer, keine Ahnung. Ach ja, und Vulkan bricht aus, ist mir auch schon mal passiert. Bloß es war auf einer anderen Insel, da hatte ich wirklich sehr zerschwein gehabt. Ja. Müssen wir eigentlich nur warten, bis wir anfangen, und dann geht's los. Ja, das, wie ihr gesehen habt, habe ich jetzt noch Neues in meiner Infobox geschrieben, damit ich vielleicht versuche, Portal 2 zu Let's Playen oder versuche, ATL, glaube ich, hieß es, zu Let's Playen. Ich glaube, das stand für Auto Club, ATR, Auto Club Revelations, versuchen zu Let's Playen, also dann noch Torque vielleicht, weil schon so, es kann sein, damit es sehr, sehr tolle Frames-Einbrüche hat, genauso wie Euro Truck Simulator vielleicht nicht, aber auf jeden Fall, das wollte ich auch noch Let's Playen. Ich habe noch eigentlich so viel offen, das mit den Star Wars Battlefront 2, das ganze Zeug und alles, die ganzen Filme und das ganze, wie heißt, Let's Play. Naja, so viel um die Ohren, aber das wird schon. Da höre ich, da hört man ja schon das Wasser, also geht's ja los. Ja. Das wäre jetzt mal nett, wenn du mich in das Spiel. Ja, da sind wir, da ist unser Konto mit 40 Holz, 40 Werkzeug und 40 Nahrung. Das erste, was wir uns zulegen sollten, wäre ein. Huch, das war zu weit. Wäre ein, warte, wie heißt das? Auch wenn viele bei Hofe über euer gewagtes Vorhaben spotten, wünschen wir euch Glück bei der Besiedelung dieses Eilands. Macht unserem Namen Ehre. Genau, das sage ich auch. So, bauen wir das so in der Mitte hin. Als erstes dann der Holzfäller. Und dann noch ein Holzfäller. Dann brauchen wir erstmal einen Weg dahin. Zu den Holzfällern. Und da sieht man schon, hier ist unser ganzes Geld. Wir kriegen halt null Steuereinnahmen durch die ganzen Häuser. Häuser müssen wir ja noch bauen. Und halt unsere Gebäudekosten sind 25, also haben wir minus 25. Militärkosten kommen dann auch noch dazu. Hier 32 haben wir jetzt nur noch. Was wir alles für Rohstoffe haben, steht hier dran. Fischgründe, Lehmvorkommen, Erzvorkommen und Walgründe. Also Walgründe, mit Walgründe ist auch das hier mit gemeint, damit wir bei den Walen auch hier so fischen können, nicht nur ganz vergessen, Fischhütte zu bauen. Darf natürlich nicht passieren. Es darf nicht fehlen, eine Fischhütte. Ja, dann bauen wir mal unsere ersten Häuser leer. Man sollte sie immer mit einem Weg durchweg tun, weil sonst kann ein sehr riesen Feuer, wie ich schon vorhin gesagt habe, passieren.
Und es wäre halt nicht so schön, wenn man da, wenn dann auf einmal das ganze Markthaus und alles anbrennt. Weil dann müsste man vielleicht entweder man rastet aus oder man, ja, kriegt halt, wie soll ich sagen, macht halt, man fängt halt auch von vorne an zum Beispiel. Jetzt bauen wir mal noch ein Markthaus, wo vielleicht da was ist. Wo ist denn hier mal was? Denn war was, habe ich doch gerade gesehen. Ne, das war nur eins. Bauen wir mal hier so hin. So, was habe ich noch mal irgendwas vergessen, außer dann erstmal wieder die Häuser zu bauen. Weil Häuser sind sehr wichtig, weil sonst kriegt man da kein richtiges Geld. Und dann sieht man hier schon 23 nur noch, 25. Weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das auf, wir waren auf jeden Fall, glaube ich, damit jetzt weniger werden. Durch die ganzen Gebäude und alles. Nein, die Gebäudekosten bleiben zwar schon. Hier sieht man schon die Bürger, die Pioniere haben ein neues Bedürfnis. Und zwar Stoff. Dazu brauchen wir halt Wolle. Ja, das sieht man, ich scroll mal rein. Das sieht man schon, da sind hier die Schafe. Und die Schafe kommen da raus und gehen dann halt in die Schafsfarm oder so, keine Ahnung. Und auf der Karte ist noch jemand eingezeichnet, das ist der. Willkommen! Wenn ihr etwas braucht, scheut euch nicht davor, mich anzusprechen. Der freie Siedler. Und was gibt er uns? Ich stehe euch jederzeit zu Diensten. Und das nervt bei Arno. Immer wenn man auf den Konto von dem anderen klickt, kommt der und latscht einen voll. Hier zum Beispiel, er hätte uns geben Handelsware, also er, nee, nicht, er gibt uns nicht Handelsware, sondern Fisch, zum Beispiel so viel, Nahrung und alles und dann noch, wie heißt Werkzeug. Und dafür, und er will aber auch Holz und Stoff haben, weil er ist ja so gesagt der Anfangs Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Ja, das weiß ich natürlich, weil wir mehr keine Ahnung haben. Ach nee, die, jetzt haben sie auch noch schon Bedürfnis auf eine Kirche. Da ist ein Ausrufezeichen bei dem Holzfäller. Ist wieder voll Holz. Dann immer wenn das irgendetwas voll ist, lieber erstmal sofort Abholung machen, weil sonst kannst du das ganze Spiel vergessen. Wirklich, das ist mir schon mal passiert. Da konnte ich dann das ganze Spiel nochmal. Und wir brauchen Holz. Holz wird ja schon angebaut. Und für das auch. Jetzt können wir erstmal warten. Weil wenn du die sofort Abholung machst, stoppt echt alles. Weil dann kannst du zum Beispiel keine Nahrungszeug bauen und dann haben aber die Leute Hungeraufnahmen und dann gehen die Nahrungszeuge weg, dann kriegen wir zum Beispiel hier jetzt schon plus, zum Beispiel habe ich jetzt plus 6, dann ist zum Beispiel mal minus 45 oder so, weil dann wird es hier auf das Rote. Und bis jetzt ist es erstmal ein guter Anfang. Und wir haben jetzt wieder mehr Holz. Das wird diesmal erstmal ein kurzes Let's Play, um erstmal zu gucken, ob die ganze Aufnahme passiert hat und erstmal zu gucken, ob alles okay ist und ob euch das auch gefällt, das Let's Play, oder ob ich lieber was anderes machen sollte. Jetzt bauen wir noch die Wegbeschreitung zu dem Kontor, weil zu dem Markthaus, ja. Und dann kommen wir noch den Weg von. Ich komme ab sofort regelmäßig zu euch. Er kommt jetzt regelmäßig zu uns. Also wenn er jetzt was haben will, wenn wir zum Beispiel jetzt was haben will, zum Beispiel hier, wenn wir jetzt was haben wollen, sage ich jetzt schon zum, wer weiß wie viel es mal. Zum Beispiel können wir von dem verlangen Handelsware oder ich mache den Fehler immer. Zum Beispiel den Stoff oder Nahrung oder Holz, Werkzeug, Wolle oder irgendwann kommt dann noch Kühe, was weiß ich. Ja, was weiß ich, habe ich ja immer gesagt. Und zum Beispiel hier haben wir jetzt schon wieder minus 14. Das hier der Aufbau. Achso, weil wir jetzt noch was von der Kirche verlangen.
Wir müssen nämlich auch noch für die Kirche was bauen. Dazu brauchen wir 6 Holz, wir haben nur 4 Holz, also müssen wir erstmal warten, bis der Holz wieder weiter produziert wird. Damit wir weiter machen können, also bauen können, wie ich es ja vor uns gesagt habe, wenn wir kein Holz haben, können wir nicht Dings bauen, wenn wir keine Kirche bauen, wenn wir keine Kirche bauen, sind die Bürger unzufrieden, besser gesagt die Pioniere unzufrieden. Da die Pioniere unzufrieden sind, kann man keine richtigen Steuern einnehmen, man verliert nur Steuern. Deswegen mache ich hier das hier gerade mit dem ganzen Wolle und alles. Ich habe euch mal nach dem Weg lang, damit das auch davon da abgeholt wird, wenn ich das jetzt hier gerade mal hinkriege. So. Und ja, ich weiß nicht, wie viel ich aufnehme. Ich glaube, das sind erstmal 3 Minuten, aber ich mache mal weiter erstmal. Ja, weiß, vielleicht sind es erstmal noch erstmal 1 Minute oder 2 Minuten. Hier zum Beispiel hier schon wieder haben sie gerade abgeholt, wo ich gerade zum Beispiel sofort Abholung machen wollte. Ja, mir ist das Spiel halt spontan eingefallen. Ich mal wieder was für meinen YouTube-Kanal aufgeladen. Ihr habt ja gemerkt, damit ich schon lange nichts mehr aufgenommen habe oder besser gesagt hochgeladen habe. Deswegen habe ich jetzt mal angefangen wieder hochzuladen. Demnächst kommt vielleicht auch was von Multidift Auto, also MTA, so gesagt auch genannt GTA, ich sag's meistens immer mit GTA San Andreas Online oder halt vieles anderes. Es steht noch viel zur Wahl, ihr habt die Wahl, was ihr als nächstes jetzt beantragt. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr irgendwas anders wollt. Ja, bloß wenn ich es halt nicht habe, kann ich das explainen, deswegen funktioniert es auch noch nicht. Hier zum Beispiel haben wir jetzt ein mehr Rotes, deswegen schiebe ich das mal auf das Dings, damit wir weniger Steuern hier kriegen, weil wenn wir das nämlich jetzt zum Beispiel auf das Gelbe haben, haben wir jetzt zum Beispiel 7 plus 7, aber ich mache es erstmal nur auf das Grüne, haben wir minus 1. Deswegen müssen wir halt mehr Häuser bauen, damit wir weniger Steuern kriegen. Damit wir weniger Geld verlieren und mehr Geld kriegen. Jetzt habe ich eine Menge Fehl gemacht, weil so kann ja, wenn hier das Haus brennt, kann das anbrennen, wenn das anbrennt, kann das brennen und immer so weiter. Und hier dann noch zum Beispiel so ein Markthaus wie das hier reinkommen, kann dann das ganze Ding hier abbrennen und dann irgendwann ist eure ganze Stadt zerstört. Zum Beispiel plus 3 jetzt schon, das ist schon mal gut. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, war es das erstmal für heute. Morgen geht es vielleicht weiter, ich weiß noch nicht genau. Und dann verabschiede ich mich für heute und dann sage ich bye bye und schaut mich weiterhin an. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich ja abonnieren. Wenn ihr es mögt, kann das ja bei Facebook teilen oder mir auf Facebook folgen. Ich schicke die ganzen Links unten in die Box rein und alles. Und dann war es das. Na dann, bye bye.